Aus der Sprachheilkunde stammt der folgende Zungenbrecher: Russische Russen rutschen, russische Rutschen, russisch runter. Mit der Blockflöte solltet ihr aber weder russische noch andere Rutschen runterrutschen. Dennoch könnt ihr euch mit der Blockflöte bewegen und eure Haltung immer wieder vor einem Spiegel kontrollieren. Und das funktioniert so. Die Blockflöte liegt auf deiner Unterlippe und dem Daumen der rechten Hand. Balanciere die Flöte, während du deine linke Hand hinter dem Rücken versteckst. Gehe vorsichtig ein paar Schritte und halte dabei deine Flöte vor deinem Körper wie eine Rutsche. Das ist etwa ein Winkel von 45 Grad. Der Haltedaumen und der Zeigefinger deiner rechten Hand liegen im Bereich des vierten Grifflochs. Schaffst du auch ein paar Schritte rückwärts oder eine vorsichtige Drehung oder sogar eine Kniebeuge? Schummeln deine Finger und halten die Flöte fest oder liegt das Instrument noch locker auf der Unterlippe und dem rechten Daumen? Wie könntest du dich noch bewegen, während du deine Flöte balancierst? Viel Spaß beim Überlegen und Zungenbrecher sprechen.